Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri, und wir schauen auf unseren Dark, auf unseren einbeinigen Dark, der ja übel hingerichtet oder nein, hingerichtet noch nicht, aber zumindest übel zugerichtet ist. Unser Arzt Otter hat ihm ein Bein abgenommen. Sicherlich ein schmerzlicher Verlust, aber vielleicht hat er damit auch sein Leben verlängert. Denn der Krebs begann sich durch unser Bein zu fressen. Offensichtlich hatte er sich dort angesiedelt und dehnte sich von da aus in den Körper aus. Und ja, vielleicht hat er uns damit etwas Zeit verschafft und ja, dem körperlichen Verfall etwas Einhalt geboten. Tja, dennoch haben wir hier den Hinweis, ihr steht an der Schwelle des Todes. Es ist ein kritischer Malus. Die Krebserkrankung, auch wenn wir hier eben einen massiven Bonus durch die stark gelinderten Krankheitssymbole aufgrund unseres sehr guten Arztes bekommen haben. Aber naja, wir dürfen gespannt sein, wie lange Dark den Kampf gegen den Krebs führen kann, denn ich glaube, in der damaligen Zeit definitiv ein Kampf, der nicht zu gewinnen war. Tja, und was sind dann noch vielleicht seine Ziele auf den letzten Metern? Vielleicht hat er selber auch gemerkt, so lange wird's nicht mehr gehen. Wir schauen uns nochmal Schweden an und ja, werden sehen, diesen Plan, den wir einstmals verfolgt hatten, die Gründung hier dieses Jarltums oder generell uns zum Jarl aufzuschwingen, das wird uns nicht mehr gelingen. Schweden einfach viel zu stark. Wir müssten hier einen Krieg gegen Schweden führen und da haben wir keine Chance. Ja, aber eine Sache, die unser mitfühlender Dark auf jeden Fall tun wird, denke ich, dass er sich mal um seine Enkelin kümmert. Da die ist mittlerweile 17 Jahre alt und ja, ich denke, ja, mit ihrem nachsichtigen Charakter, wir haben ein wenig Sorge, dass ihr gefühlloser Vater sich da vielleicht nicht entsprechend kümmert und dementsprechend hat Dark sich da mal umgeschaut und vielleicht auch eine ganz gute Partie für sie gefunden hier in Odense, in Dänemark, in dem Häuptlingstum von Lolland Falster und zwar der kleine Ulf Totilsson von Odense. Er ist der zweite hier in der Folge auf dieses Häuptlingstum und ja, vielleicht eine ganz gute Partie für unsere Enkelin, zumindest die beste, die zu finden war. Aber eine Sache, die wir natürlich bedenken müssen, ist, dass die gute Dame, naja, im Moment einzige Erbin ist von unserem Sohn, der wiederum unser Erbe ist und von daher wichtig, dass sie auch, ja, das Haus Styr weiter trägt. Das heißt, wir müssten, wenn wir hier eine Heirat arrangieren mit der Freya, auch eine matrilineare Heirat machen. Das nimmt er noch nicht an, aber wir sind nicht weit davon entfernt. Und von daher kann ich mir vorstellen, das hat ja schon oft funktioniert, dass unser Dark das auch hier nochmal testen wird. Ich meine, mit dem Geld ist er ja immer sehr großzügig, das Geld, was sein Vater aus seiner Sicht, ja, zum einen erräubert hat, zum anderen sich erpresst hat, das gibt er mit vollen Händen gerne wieder mitfühlend und wohlwollend für wohltätige Zwecke aus und dann natürlich auch für solche Zwecke, die dem Haus dienen. Also, ich denke, wir können hier mal ein Geschenk schicken. 25 für 47 Meinung ist auch gar nicht mal so wenig. Damit ist er uns doch sehr gewogen. Und wenn wir dann jetzt hier nochmal anfragen, haben wir doch vielleicht die Chance, genau, dass er hier auch einer matrilinearen Heirat zustimmt. Und wer weiß, was sich daraus entwickeln kann. Aber das sollten wir dann auf jeden Fall mal tun. Auch er ein mitfühlender Charakter, da das findet unser Dark sicherlich gut und glaubt so einen guten Partner für seine Enkelin. Naja, die im Moment eben auch Erbin im Grunde oder Haupterbin hier für die Ländereien unter anderem ist, gefunden zu haben. Tja, und dann werden wir mal schauen, was da weiter passiert. Ja, die Schwelle des Todes. Während wir hier die ausgezeichnete Rückmeldung bekommen, unsere Enkelin Freya und sein Sohn Ulfa verloben sich. Häuptling Totil Matsson von Lolland Falster. Ja, sehr gut. Ja, und welche Möglichkeiten hat Dark jetzt noch? Im Moment kann er nicht groß was unternehmen.
Eine Jagd kommt für ihn ohnehin nicht in Frage, schon gar nicht in seinem aktuellen Zustand. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt in seiner großen Halle sitzt, vielleicht seine Frau immer noch mal wieder besucht und einfach mit seiner Liebe, seiner Seelengefährtin jetzt die Zeit genießt. Ja, und wir hatten Champions aber eingeladen. Da ist noch einer angekommen, Knut. Ja, auch er, denke ich, ein Charakter, den man gut an den Hof holen kann. So, dann hat hier sind hier noch einige Kriege beendet. Die skarische Eroberung von Uplönd. Das heißt, es ist jetzt wieder Heidmörk und gehört nicht mehr hier irgendwie zu irgendwelchen englischen Besitztümern. Ja. Ist ja dann hier ein unabhängiger, ja, tatsächlich der gute Bercy, ein unabhängiger Häuptling, erlaucht und auch ein Pilger. Ja, und wir können auch mal einen Diplomatievorzug wählen. Freundlicher Rat. Jede unserer Freundbeziehungen gibt uns zwei zufällige Wertpunkte. Ach Mensch. Kommen wir da keine, kommen einfach so dazu. Na gut. Tja. Was können wir denn noch tun jetzt so im. Ich meine, mit unserer Schwester sind wir schon befreundet. Ja, sie ist wieder bei uns hier am Hof. Ach, ich glaube, das ist auch noch so eine Sache, die man sich nochmal anschauen sollte. Da hätte für das Haus Styr auch deutlich mehr passieren können. Also er ist hier noch, sie scheinen sich tatsächlich irgendwie geschieden zu haben. Er hat jetzt hier auch sein eigenes Haus gegründet, wie es aussieht. Ja, und sie war die Erbin. Sie ist eines natürlichen Todes gestorben. Die beiden Kinder, die es schon gab, sind eines natürlichen Todes gestorben. Extrem früh. Und sie haben sie hier auch nicht matrilinear verheiratet, warum auch immer, obwohl sie Haupterbin war. Das heißt, hier hätte das Haus Styr in Sussex Fuß fassen können, aber das Ganze sollte nicht sein. Ja, entsprechend denke ich, ja, wer steht uns denn noch nahe? Vielleicht auch noch mal unser zweiter Sohn. Können wir hier nicht noch mal schauen, ob wir hier nicht die Beziehung auch zu unserem zweiten Sohn noch mal weiter aufbauen können und vielleicht können wir ihm auch anbieten, auch hier, warum denn nicht, seine älteste Tochter zu unterrichten. Und wie sieht es denn hier aus? Ist da auch schon ein Kind? Nein, hier ist noch kein Kind. Und er ist auch noch nicht mal verheiratet. Ja, können wir uns doch noch ein bisschen hier um unsere Enkelin auch kümmern und schauen, ob wir die Familienbeziehung noch etwas intensivieren können. Ja, Schweden führt ansonsten hier noch einen Krieg, verteidigt sich gegen den Vorwurf der Tyrannei sozusagen, aber dieser Krieg ist völlig aussichtslos für die Angreifer. Dass es hier überhaupt Schlachten gab, die sie verloren haben, ist eigentlich schon. Oder aus wessen Sicht zählt das? Ja, ich glaube aus Sicht der Angreifer. Also da im Moment für Schweden keine großen Gefahren, muss man sagen. Und wir haben noch einen Champion, Ranwald. Ja, auch er, jetzt kein überragender Kämpfer, aber warum nicht? Vielleicht auch das so eine Sache. Ich meine, unser Dark war jetzt nie wirklich Kriegstreiber, aber vielleicht merkt er auch da, dass so langsam seine Zeit vielleicht zu Ende geht und dass er hier jetzt nochmal Champions und Kämpfer nach Elfin holt, vielleicht für ihn auch so der Gedanke, eine gute Grundlage zu schaffen für die, die da auf ihn folgen mögen. Die Wärme der Freundlichkeit. Ich dachte, ich müsste mich anstrengen, damit Audun mich mag, aber wie sich herausstellte, ist er der freundlichste Mensch, den ich kenne. Audun meinte, dass an seiner Feuerstelle immer Platz für neue Bekanntschaften ist.
Ja, ich denke, er soll aber mal zu mir kommen. Ich meine, wir sind schließlich der Vater, wir sind gezeichnet. Da soll er sich doch bitte auf den Weg zu uns machen und uns in unserer Halle an unserem Feuer besuchen. Das Königreich Wladimir gibt es auch noch. Wir hatten doch ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Dieses Königreich, was von hier aus mal gegründet, Gunda oder irgendetwas, das scheint wieder komplett von der Bildfläche verschwunden zu sein. Und unsere Frau kann ein gutes Wort einlegen. Meine Gemahlin hat bemerkt, dass ich Audun beeindrucken möchte, und jetzt hat sie mir einen Vorschlag gemacht. Mir dünkt, mein Sohn hält große Stücke auf mein Wort. Ich möchte ihn wissen lassen, wie wunderbar ihr doch seid. Oh ja, macht das ruhig. Und hat das jetzt Fortschritt erhalten? Ja, auch schon eine Menge hier schon erreicht, ne? Freundlicher Rat. Freundlicher Rat, nochmal freundlicher Rat. Lebendiges Festmahl in den Fußstapfen unserer Ahnen. Und wo wir das sagen, ist es passiert. Ja, wir sind am Ende des Tages im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Illuster die Ruhmstufe, aufopferungsvoll immerhin die Hingabestufe. Ja, Diplomatie, Lebenswandel und ja, in 4 Angriffskriegen und einem Verteidigungskrieg haben wir gekämpft. 30 Jahre lang haben wir Dark dann doch begleitet. Häuptling Dark von Elfin ist nach 65 Jahren nun fortgegangen, um an den Festmahlen im Jenseits in Valhalla teilzunehmen. Er starb an Krebs. Er war ein bezaubernder Mensch und berühmt für seine ausgefeilten Festmahle und grandiosen Bälle. Naja. Häuptling Skofte besteigt den Thron. Er hat mehrere Fähigkeiten gemeistert. Seine Untertanen werden stolz auf ihn sein. Tja, und da dürfen wir gespannt sein. Ja. Während wir aber, denke ich, auch nochmal die Gelegenheit nutzen sollten, um auf Dark einmal zurückzuschauen. Was ist er für einer gewesen? Was ist passiert? Also, ich glaube, die Herrschaft von Dark war so ein bisschen geprägt von der Zerrissenheit. Zum einen war er ein sehr wohlwollender Mensch, dennoch war er dazu gezwungen, auch ein paar Kriege zu führen, um ein Ziel zu verfolgen, was sich am Ende aber auch nicht einstellte. Also Jarl zu werden, weil wir ja immer noch nicht ganz sicher sind, ob es uns passieren könnte, dass wir ansonsten ein Vasall des Jarls von Bergslagen werden. Dann hat er sich gegen Schweden gestellt oder hat auch erstmal tatsächlich, ich glaube, er war doch derjenige, der Elfin unabhängig gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. War dem nicht so? Ja, sich entsprechend gegen Schweden gestellt hat, nur um dann aufgrund der vielen Einflüsse, die er ausgesetzt war, auch die schwedische Kultur anzunehmen. Er hat eine Art Religionskrieg geführt um Westgotland, die dort ansässigen asatruischen Gläubigen zu schützen vor ihrem ukonoskoischen Jarl, der sie dort unterdrückt und drangsaliert hat. Da war er sehr erfolgreich, hat da auch einen Krieg gegen Schweden am Anfang tatsächlich führen müssen und auch gewonnen. Ja, aber ansonsten ist er vielleicht doch irgendwo ein Stück unvollendet geblieben. Und tja, jetzt werden wir sehen und entscheiden müssen, wie es mit Skofte weitergeht, der immerhin auch schon 39 Jahre alt ist. Also, machen wir mit Skofte erstmal weiter. Und da müssen wir natürlich zuallererst uns einmal anschauen, wie es jetzt aussieht. Also, wir sind in Anführungszeichen, natürlich hat es wieder eine Erbteilung gegeben. Wir sind jetzt nur noch Häuptling von Elfin und hier von Auster Ekdir. Vingulmörk hat unser Bruder Audun geerbt. Dahl hat unser Bruder Ormund geerbt und Westgotland hat unser Bruder Guttorm geerbt. Also es hat hier eine ziemliche Zerschlagung, sag ich mal, des Häuptlingtums Elfin gegeben.
Schauen wir aber auf Skofte, Häuptling von Elfin und Auster Ektir. Ja, und er ist ein sehr interessanter Charakter, wie ich finde. Also, er ist zum einen gefühllos. Skofte wird oft herzlos und kaltblütig genannt und steht den meisten Dingen gleichgültig gegenüber. Gleichzeitig ist er paranoid. Skofte sieht sich ständig von Feinden umringt. Und er ist auf der anderen Seite großzügig. Also Akte der Wohl- und Mildtätigkeit sind Skofte nicht fremd. Und er ist aber auch schon eine eifrige, frohe Natur. Vielleicht aufgrund der vielen Gelage, an denen er bei unserem Vater teilgenommen hat. Und ich finde diese Konstellation eigentlich sehr interessant, weil mich erinnert das so ein bisschen. Ich meine, damals gab es natürlich noch überhaupt gar keine Erkenntnisse und Forschung in dieser Richtung. Und bitte entschuldigt, wenn ich jetzt vielleicht mit so ein bisschen gefährlichen Halbwissen um die Ecke komme. Aber mir kommt das fast vor, als hätte unser Skofte eine Art autistische Ausprägung, eine autistische Seite, dass er durch seine Gefühllosigkeit, dass das bedeutet, dass er Schwierigkeiten hat im sozialen Umgang mit Menschen. Dass ihm soziale Gepflogenheiten, gesellschaftliche Normen, gesellschaftliche Etiketten und dergleichen, also dass er eben Probleme in sozialen Interaktionen mit Menschen hat, dort an der Stelle auch nicht empathisch ist, also sich in andere nicht hereinversetzen kann und dergleichen. Und dass das vielleicht dann auch ein Stück weit zu seiner Paranoia geführt hat. Also er oftmals durch diese Verunsicherung, die sich dadurch auftut, weil er nicht versteht, was andere von ihm wollen oder warum Menschen in bestimmten Situationen vielleicht irgendwie zurückhaltend auf ihn reagieren, sich daraus eine Verunsicherheit oder eine Verunsicherung ergeben hat, die sich so weit entwickelt hat, dass sich daraus eine Paranoia entwickelt hat oder daraus gebildet hat und er dann auf der anderen Seite versucht, weil er eben mit der sozialen Interaktion nicht weiterkommt, eben versucht, das Ganze mit dieser großzügigen Art und Weise irgendwie auszugleichen. Also versucht, sich dann die Zuneigung von Menschen irgendwo zu erkaufen. Also festgestellt hat, wenn er materielle Dinge gibt, Geschenke macht und dergleichen, dann sind die Menschen ihm irgendwie zugetaner und ihm gelingt das eben nur auf diese Art und Weise und nicht auf diese, ja, auf der Ebene der zwischenmenschlichen Interaktion. Da passt dann natürlich diese eifrige Frohnatur nicht ganz so rein, aber vielleicht fühlt er sich einfach trotzdem auf diesen Festen, wenn alle trinken und vielleicht auch er was getrunken hat. Vielleicht ist es das, wenn er selber ein bisschen Met getrunken hat und dann entspannter wird und vielleicht funktionieren dann doch auf irgendeine Art und Weise, wenn alle so ein bisschen angeschäkert sind und der Met in Strömen fließt. Vielleicht ist das eine Situation, in der er sich dann doch irgendwie auch unter Menschen wohlfühlt und deswegen diesen Hang zu festmalen hat. Vielleicht kann man das so interpretieren. Und in diese Richtung würde ich unseren unseren Skofte ganz gerne spielen. Also das ist eine Variante, die finde ich passt ganz gut. Ja, und wir müssen uns natürlich in der Form dann überlegen, ja, wie agiert er und was für einen Lebenswandel können wir hier auswählen. Also lasst uns da mal reinschauen. Er ist erst hier beim Diplomaten unterwegs, was ich jetzt interessant finde. Aber naja, da habe ich auch meistens so die Meinung, wenn schon jemand hier unterwegs ist, diesen Baum jetzt auch so weit schon fortgeschritten hat, dann also sich für diesen Weg entschieden hat, sozusagen unabhängig von uns, vor unserer Zeit, wenn man so will, dann sollten wir das auch erstmal respektieren. Und dann setzen wir hier das erstmal weiter fort und es dürfte ja dann nicht mehr lange dauern, bis er den Diplomaten erreicht hat und dann können wir nochmal neu entscheiden und können dann einen neuen Schwerpunkt auch nochmal festlegen. Genau, dann haben wir einmal hier jede Menge Tipps. Ja, unser Gude billigt uns nicht und das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde,
Beeinflussungskomplotte, die passen nicht zu Otter. Das ist das, was ich meine mit dieser zwischenmenschlichen Interaktion. Von daher wird er hier einfach versuchen, immer diesen Weg zu gehen. 25 Gold, sich damit die Meinung, wenn man so will, zu erkaufen. Und damit ist das auf diesem Weg auch relativ schnell geregelt. Ja, dann sollten wir uns selbstverständlich unseren Rat anschauen. Wir haben jetzt hier unsere Frau, Häuptling Haldora, auf die können wir gleich auch nochmal einen Blick werfen. Und ja, ich denke, hier passt es vielleicht ganz gut, wenn sie uns tatsächlich im Bereich höfische Politik auch unterstützt. Also in dem Bereich, wo wir sagen, okay, das höfische Politik hat auch wieder was mit menschlichen Zwischeneinander zu tun. Das können wir nicht so gut. Also werden wir da unsere Frau einbinden, uns dort zu unterstützen. Und vielleicht hat er auch diesen Diplomatiebaum einfach gewählt, um da besser zu werden, um sich da weiterzuentwickeln. So, einen neuen Ratskanzler, das waren wir ja selbst bei unserem Vater, müssen wir bestimmen. Und da werden wir, glaube ich, relativ simpel nach Fähigkeiten gehen. Und da ist dann unser guter Waldemar Natt Ochdak hier der Beste, wenn man bei Elf vom Besten sprechen kann. Und genau, er wird sich um die fremden Angelegenheiten kümmern, denn das soll auch lieber er machen als wir. Ein Ratsspitzel brauchen wir auch. Und da können wir dann ja auch einfach den nehmen, der es am besten kann. Das ist dann Mats, auch ein Champion von uns. So, beim Goden werden wir nichts ändern. Auch wenn Lempi da besser ist, aber ist, glaube ich, auch, wenn er sich da mal auf jemanden eingeschossen hat und mit jemandem so weit gut zurechtkommt, wird er da nichts ändern. Also auch bei Vykantas nicht. Da muss er sich nicht kümmern, den hat sein Vater schon eingenordet. Und Thorbrand Holmsen ist hier auch der beste Ratsmarschall, da wird er auch nichts ändern. Ja, dann schauen wir nochmal auf unser Militär. 7 Champions, da sind wir eigentlich ganz gut bestückt, wenn man so will. Das sieht auch soweit ganz gut aus. Ist hier irgendwas unterwegs? Druckmittel und Geheimnisse? Ach, schaut mal, das ist ja auch so eine Sache, die man immer vorher sich überlegen und auch nochmal anschauen sollte, um zu überlegen, was bedeutet das für uns. Also, wir wissen von uns, wir sind ungläubig. Also, Skofte ist ungläubig. Dieser Charakter glaubt an einen falschen Gott oder gar keine höheren Mächte. Also wir sind, ja, also es ist hier nicht als Eigenschaft abgebildet, aber wir sind im Grunde das, wir sind dort vielleicht ein Zyniker und glauben nicht an die Götter. Auch ein wichtiger Punkt, den wir dann mit berücksichtigen müssen. So, dann haben wir zur Verfügung stehende Entscheidungen. Ja, also so etwas wie auf eine Pilgerreise gehen, das kommt ja wahrscheinlich mal gar nicht in Frage. Champions einladen, ja, ist glaube ich im Moment, wenn ich mir das hier anschaue, sein Vater hatte das auch gerade nochmal gemacht, im Moment nicht zwingend erforderlich. Einen Runenstein, ja. Also da würde ich grundsätzlich sagen, warum nicht? Also einen Runenstein zu errichten für seinen Vater. Ich meine, er hatte, die Beziehung zu seinem Vater war auch so ein bisschen zwiegespalten. Sein Vater hatte immer wieder versucht, auf ihn einzuwirken, ihm vielleicht auch dabei zu helfen, besser auf Menschen zugehen zu können, Gefühle zu entwickeln. Das hat alles nicht funktioniert, aber sie hatten jetzt auch kein belastetes Verhältnis in dem Sinne. Also einen Runenstein errichten, das passt doch auf jeden Fall. Tja, und dann denke ich, werden wir mal sehen, was die ersten Entscheidungen von Skofte dann sein werden. Wie er sich dann verhalten wird, welche Entscheidungen er treffen wird und wie er sich vielleicht auch außenpolitisch entsprechend
verhalten wird. Denn eins dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind hier immer noch Haupterbe auch auf Wärmland. Das ist ganz entscheidend. Unsere Mutter ist, ja, ihre Gesundheit ist in Ordnung, aber sie ist auch schon 57. Da dürfen wir auch gespannt sein, wie sich das entwickelt. Und hier unser Lehnsherr, und das ist der Punkt, ihr Lehnsherr ist eben Jarl Markus. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube oder ich gehe davon aus, wenn wir erben, werden wir ein Vasall von Bergslagen. Das wird interessant sein, sobald dann hier der Erbfall eintrifft und unsere Mutter ja auch unserem Dark nach Valhalla folgt. Ja, das werden wir uns dann aber in den nächsten Folgen anschauen. Ich freue mich wie gehabt, wenn ihr mit dabei bleibt, wieder mit am Start seid, wenn wir dann hier mit unserem Skofte so richtig durchstarten. Alles klar, bis dahin, macht's gut, euer Henri.